Und ja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Wenn die Schlappen schon am Start sind, hauen wir gleich das nächste Video von den Schlappen raus. Ist das von letzter Woche, also nicht diesem Sonntag, sondern dem davor, habe ich Absolut tatsächlich. wilde Stunts steht schon in der Beschreibung, da kann es nur wild werden. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe gehört, was so abgegangen ist und ja, von den Erzählungen klang es sehr, sehr wild. Deswegen, ja, schauen wir auch gleich mal bei den Freerunning-Schlappen rein. Bewertung 10 von Geil. 10,187. Richtig geil. Oh Mann, ey. Warum lachst du das? Die Schlappen, Ups. Kann man gut die Mutter vorbereiten. Junge, das sind Erinnerungen fürs Leben. ey. Oh Mann, Junge, wir ey. brauchen noch Speicher. Ui. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns im Stuntparadies hier im wunderschönen Bayern, genau genommen am Pferdehof in Olching. Das wird der absolute Wahnsinn. Ich zeige euch nämlich jetzt mal direkt, was wir hier schon mal als erstes Obstacle vorgefunden haben. Geiler Typ, Alter! Ja, hier geht die Luzi ab dieses Wochenende. Wir haben Pferde, Schafe, Misthaufen, Heuhaufen haben wir. Alles, was das Herz begehrt. Man könnte sich nicht mehr wünschen, da. Ist einfach so. Wir haben nochmal Flips bei Jojo mit 5 Schweizer Franken. Kannst du mal aussprechen? Haha, bist mein größtes Idol. Kommst du mal wieder in den Skillspark? Alter, den Skillspark! Den würde ich auch mal gern wieder hin. Also waren wir schon lange nicht. Ist das Skillspark? Ja, das Wort tatsächlich wurde ich schon öfter gefragt. Ich habe auch Schweizer Kollegen und ich weiß nicht warum, aber das ist scheinbar bei euch so ein Ding, dass ihr das die Deutschen oder die ja, nicht Schweiz sprechenden sagen lässt. Deswegen, ich versuch's mal. Ich glaube, Kuchi Kästli? Irgendwie so. Kuchi Kästli? Kästli? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das heißt Küchenkasten oder so. Das kann sein, Irgendwie sowas. ja. Gerne mal reinschreiben. So wie wir, wenn jemand nicht bayerisch ist, den Ohrkatzelschwurf sagen Ja, lassen. genau. Wahrscheinlich. Kuchi Kästli. Ja, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber irgendwie Ohrkatzelschwurf. so. Ja. Ja, gut, weiter da. Mini-Tramp, Ette lernt das Skaten. Lernt das Skaten vielleicht nochmal gescheit und schafft den Drop-In heute eventuell auch endlich mal. Community Perfekt. Culture hat eine Halfpipe im Parcourspark und einen Ah, das Eurotrap bedeutet im Garten Küchenkasten. stehen. Lass dich Ja. da. Da testen wir jetzt erstmal genauer aus hier. Hat auf jeden Fall drauf, der gute Kollege. Oh, scheint fast gut aufzubauen. Ja, auf, dann lass den Ramp, das klingt eigentlich schon gut. National Skateboard. Hat das Skateboard gefressen bekommen. Insgeheim ist Parkour ja eigentlich nur so eine Nebenbeschäftigung für uns. Skaten ist eigentlich unsere Lieblingsbeschäftigung. Deswegen probieren wir uns gleich ja alle am Drop-In. Dwayne legt vor. Ja, man steht voll in der Bahn. Ganz gefährliches Thema. Ui. Nochmal. Ja. Krass, sauber. Das stelle ich mir auch unglaublich schwer vor. Ich glaube, du musst ja einfach extrem weit vorgehen, Ja. was du nicht denkst, dass du musst. Und du hast Angst davor wahrscheinlich. Nachdem ich das so halb erfolgreich geschafft habe, ist Jan am Zug. Ich finde das wirklich so insane gruselig, ne? Weiß nicht, wie du den direkt committen kannst, weil das ist ja wirklich. Also ich. Halt dir einfach vor Augen, dass das Schlimmste passiert, dass du auf dem Gesicht landest. Ja. Das hat mich tierisch beruhigt. Absolut. Oh, er ist mit fast zu viel Elan reingegangen jetzt. Und auch ganz schön weit vorne mit dem Fuß. Ich hab Nose Manual gemacht. Oh. Was? Ist hier jetzt anscheinend drauf. Zeig den Jungs, wie es geht. Nein! Ah, so. Profi. Ich möchte dich komplett behindert. Ui. Au, Spagat gemacht nur kurz. Ey, das wäre genau das Richtige für mein Knie, dann kann ich nie wieder laufen. Perfekt. Hast du vorher gut gemacht. Besser als The Bane auf jeden Fall. Ich habe auch noch keine Hilfestellung bekommen. Lass sie los! Komm, Ette, jetzt ohne Hilfe. Junge, halt's Maul! Du hast es, dass sich da gar nicht so wehtun. Bisher. Alter, hey, war das ist doch gut. Tut sich eher bei dem Backflip im Wald weh. Die Freerunning-Schlappen habe ich schon gehört. Euro, also es hat keinen. Und verschimmelt wie das auch alles. Nee, nicht verschimmelt, aber schmutzig. Schön eingewachsen in die Natur auf jeden Fall. Integriert. Ein wildes Eurotrap in seiner natürlichen Umgebung. Genauso. Was geht, meine Freunde? Wir sind heute in München. Und hier gibt's fette Spots. Das wird so nice. Wow.
Auf den Skatepark hatten wir keinen Bock mehr, deswegen sind wir jetzt im Reservoir für getrocknetes Gras. Und ich sage euch so, wie es ist, das ist einfach ein Augenschmaus, ne? Da wird sie jetzt erstmal verletzt. Geil. Hey, wie die reden, ich finde das so geil, was sie für Wörter raushauen. Er macht sich lustig über Leute, die woanders herkommen in Deutschland. Nein, das ist ja, das ist eine krasse Wortwahl auch, also ich finde es ja gut, aber ungewohnt. Ja, ja, ich weiß schon, das kommt auf jeden Fall, das untermalt ihre Fähigkeiten. Jetzt muss ich mich verletzen. Lässt sehr abenteuerlich wirken, auf jeden Fall. Weil ich bin auch Bock auf so eine Session. Okay, sieht doch nicht ganz so weich aus. Wie sehr wir sind ja nicht umsonst nach Bayern gefahren, 7 Stunden. Zeit für den für die erste Verletzung. At first. Aber das sieht schon auch arg nach Spaß aus. Ja, muss man sagen, ich bin fast neidisch. Ja. Dwayne hat sich gerade radikal gemault. Wurde natürlich höchst beschissen gefilmt. Da ist der Moher, muss er nochmal machen. Was ist mit der Dive-Show? Lass mich nicht zweimal sagen. Was? Die Dive-Show. Ja, okay, war das ein geiles. Also, ich glaube schon unangenehm. Ja. So, nach getaner Arbeit müssen wir das heute natürlich auch wieder hochwerfen. Aber ist ja klar, dass ich mich vor der Arbeit drücke. Ne? Prost. Ah, wir haben Bergsee mit 5 Schweizer Franken. Heute die Schweizer ganz die Schweizer, ey, krass. Danke, danke dafür. Oh, das kommt mir bekannt vor. Sieht aber echt schlimm aus. Nee, das ist ihnen dann mal zu wild. Und so weit nennt sich schlau. Das ist ihnen dann zu wild, das glaube ich ja gleich gar nicht. So, wir haben den Hof erstmal verlassen. Ab ins Fiesberg in Olching. Gucken, was da so abgeht. Die ganze Gegend haben wir am Start. Mein Name ist Frostner. Ja. Wir sind jetzt wieder an der Nordsee in Oberbayern. Alles klar. Wir sind an der Nordsee in Oberbayern. Alles klar. Ui, das ist komisch. Mach an, ich schmeiß auch den Pfeil. Schade, ist das Feuer weg wieder. Dem Ziel in den Busch zu landen, das heißt schon. Er sucht gar nicht erst den Weg. Aua. Der Weg ist das Ziel. Also, warte ich kurz mal rein. So, wir sind weitergelaufen. Nächster Spot ist jetzt hier. Junge, meine Füße. Ja, besser ist das. Oh, Junge, ich will raus! Deswegen hat er es auch am Olympiawerk in den See geschafft, weil er schon geübt hat. Boah. Jawohl! Blattkant, Alter! Aber ein bisschen lustig ist es! Bisschen lustig ist es! Ja moin, ich stelle mir jetzt eine Rakete in den Arsch, weil irgendjemand da in den Kommentaren gesagt hat, ich soll das machen. Und was ihr schreibt, machen wir auch. Respekt davor habt, ich weiß dachte nicht. Ich mir, stopfe ich die Rakete mit ein paar Steinen, weil dann ist das mega viel sicherer jetzt. Hast du noch eine Schrotladung drin, jetzt, ne? Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Jo, der hat sich noch Steine in die Rakete geballert. Zur Sicherheit. Anders krank. Ja, 8 Meter Sicherheitsabstand. Oh nein! Also das dann bitte vielleicht doch nicht zu Hause nachmachen. Nicht zu Hause nachmachen. Fahrt an die Nordsee in Bayern, so wie die jungen Kerle auch. Oh nein.
Oh, Mann. Au. Sag mal dein Arschloch. Sieh raus. Boah. Also, das nicht ab 18 ist das Video. Was ist keine Ahnung, scheinbar nicht. Junge, du Blut, der Sand ist alles blau. Oh, viel zu hart auf jeden Fall, Jungs. Viel zu hart. Ja, das ist definitiv. Digga, guck dir seinen Arsch bitte an. Aber sorgt für Spaß bei den anderen. Eieieiei, also ich weiß ja nicht, das ist dann schon wieder so ein Ticken zu. Also für uns ist es fast schon, wir sind zwar auch bei vielem dabei, aber ich muss sagen, bei uns wäre das, glaube ich. Er kann immer noch nicht sitzen, wird im Chat geschrieben. Oh, das glaube ich. Ich habe den Hintern am Tag danach gesehen und das sah da auch überhaupt nicht gut aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz, ganz wilde Angelegenheit. An den guten, treuen User, der das vorgeschlagen hat. Helle Wahl. Schau mir schon. Der arme Boy. Aus, Alter. Also wir sind der festen Überzeugung, dass Dwayne endlich ausgemaxt hat und es eigentlich nicht mehr schlimmer geht. Also ich bin gespannt, was da im Stunt-Video 3 so auf uns zukommt. Aber sein Gesicht sagt eigentlich, dass er das war. Okay, schön, den kommt da hin. Junge, ey, das ist wirklich einfach nur geil. Fandst du das auch geil? Sie überhaupt nicht gezwungen. Solche Schmerzen von der Verbrennung, ne? Ich kann das Gefühl nicht in Worte fassen. Du musst dir vorstellen, du gehst auf den Vulkan zum Kacken. Und dann bricht das Viech aus und schießt die ganze Lava in dein geweitetes Ar. Oh Mann, Jungs, Alter. So, wir haben hier die Lokation gewechselt. Die Lokation. Eine geile Sanddüne hat angekommen. Rein in den Holger. Das ist geil. Das ist ja, echt cool. Das sah auch unangenehm aus, ja. Ihr habt wahrscheinlich viel mehr Bock da drauf als ich, oder? Das passt, ne? Ja, also jetzt könnte Ette dich rein theoretisch eben wegflexen. Sowas will ich auch von der Klippe machen, tatsächlich. Das ich werde der Mann mit dem Ball. Ja, okay. Sieht auf jeden Fall lustig aus. 20 Plus. Hey, dieses mit Schraube-Ding ist so witzig. Naja, der ist für dich. Das ist deine Maus, Stefan. Ja. Ja, das war close vor Rücken, wir machen das normal, das war nicht lustig. Neuer Plan, Jan macht komplett nackten Bauchplatscher, ich freue mich, Jan freut sich. Das ist halt einfach so random, weißt du? Random auf einmal wieder, Plot-Twist. Eine Session im Sandraum, ja, Jan macht jetzt einen nackten Bauchplatscher. Ansonsten sind wir alle recht glücklich darüber, dass er gleich passieren will. Insane, baba, insane, geil. Alter, das ist so unnormal geil, ne? Jan macht den Bauchplatscher in 3, 2, Viertel vor 9, Alter. Was hat er da dran? Ich socke oder so. Er zieht halt echt durch. Nice, aber scheint kalt zu sein. So, einen Plan haben wir noch hier, den wir jetzt hier durchführen wollen. Und zwar haben wir den Gymnastikball, haben wir ein wunderbares Feld, haben eine komplett gerade Straße. Das heißt, 100 Sachen voraus, Etienne stellt sich an den Rand, Dwayne steht in der Fahrertür und schmeißt den Gymnastikball raus, 100 Sachen Etienne ins Gesicht. Und das kann einfach nur Spaß machen. Freut ihr dich? Alter, die Jungs wie bei Jackass, die kommen mir vor wie bei Jackass. Was sind das für Sachen? Mit 100 km/h so. Ja, das kannst du doch nicht machen, ey. Ey, was ich mich frage, ist, wie entscheiden die, wer was machen muss oder wer was machen darf? Vielleicht Cheng Chong Chong. Ich frage mich, vielleicht streiten sie sich auch drum, das machen zu dürfen. Aber ich hoffe bei dem jetzt, dass sie es davor mal mit 20, 30, 50 km/h probiert haben, bevor sie auf 100 gegangen sind. Das wäre. Weil gleich mit 100. Das wäre definitiv sinnvoll. Unangenehm. Ich hab Tinnitus. Ich hab Tinnitus! Wir haben ihn so in die Fresse geschmissen. Junge, dein Ohr ist so rot. Junge, das ging so straight aufs Ohr, das Ding, ne? Ich dachte, ich bin taub, aber ich dachte, das Ding ist geplatzt. Sind die deutschen Checkers? Ja, das glaube ich auch, Alter. Haben sofort Vollgas. Alter, Jungs, nicht einfach Safety first. Erste Stelle hier. Ich glaube, die haben Glück, dass der Bus nicht schneller gegenstellt. Der vorne hätte ein schnelleres Auto. Wir mit 200 Freifahrt. Scheiße, ey. Aber auch ein bisschen lucky, dass halt das Trommelfell oder so nicht im Arsch war, wenn es geschraubt wurde. Ja, zum Glück nur relativ vorne wirklich im Gesicht erwischt nicht. Wenn er ihn voll am Kopf erwischt, hätte ihn der mit umkaut fast wahrscheinlich. Aber weil das Schwimmbad, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, der hat so einen Ball im Wasser halt nur aufs Ohr gekriegt, war auch das Trommelfell noch drin. Also schon gar nicht so kranke Scheiße. Königsklasse positioniert und zwar haben wir endlich geschafft, unser Domizil.
die Misthaufen zu erreichen. Das Minitram ist natürlich auch dabei. Dann schauen wir mal, aus welchen Positionen und in welchen Lagen wir jetzt hier gleich diese wunderschöne Mistgehäufe reinjagen. Warum? Gang, 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 Bruder. Was hat das für eine Garten? Man kann auch ein Heuhaufen reinspielen, Minitram. Du musst doch nicht den Misthaufen nehmen. Ist echt so. Yo, geile Gans, Alter. Sheesh. Ich hab Angst, dass du dich kannst. Alter, Kai auch am Start. Nein, ich mag Tiere, ich tue dir nichts. Ich bin ein riesen Tierfreund. Alter, ich hab fast den Dartfall auf die fallen lassen. Mach ein Outro, Katze. Das ist keine Katze. Du geile Gans! Du bist so eine geile Gans, Alter. Boah, bist du eine geile Gans, ey. Geile. Also, wenn dem da nicht der Sack explodiert, guckt euch das an. Oh, Mann. Ja. Ja, aber als ob das jetzt noch. Ja, wenn er eh schon drin steht, das macht's. Die springen halt auch gleich rein. Das macht's Kraut nicht mehr fett eigentlich, ja, aber. Ja, Mann. Voll mit Scheiße! Ja! Eins, Scheiße! Warum musst du. Oh, gar nicht so niedrig eigentlich zum Beispiel noch. Ich hab so in den Mund bekommen. Nee. Jawoll! Nice. Echt, in der Unterhose. Alle Wunden werden sich so entzünden. Ich hab Scheiße in meiner meinem Blutkreislauf. Drei, eins, Strahl voraus! Ah. Wow, was macht ihr Jungs? Was ist mit euch? Das kann doch nicht euer Ernst sein. So ein bisschen eklig. Es ist so widerlich, ohne Scheiß. Ja, wir springen eh in. Ja. Ding rein. Aber das ist dann auch anpissen zu lassen von dem anderen. Das muss doch nicht sein. Kann man machen. Das ist ja zumindest getrocknete Scheiße. Ach komm. Springt gleich hinterher. Ja, perfekt. Lecker. Also ich finde das schon sehr ekelhaft. Das war's vom Mooshof, Leute. Ja, fällt mir nichts mehr ein, außer das Auto jetzt kommt. Oh je, das Auto ist auch mal wild. Also heute habe ich wirklich überhaupt keinen Bock auf den Scheiß. Das Outro, Alter! Ja, das war klar, aua. Dass die Seeanemone nackt war, Alter. Ich halt was an, Alter! Oh Mann! Jungs! Absolut wilde Angelegenheit, das Video auf jeden Fall. Das Outro kannst du nie geben, ey. Aber da fragt man sich schon. Ja, aua, aua. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, ja. Ich würde mich so übergeben, ja, bin ich ganz bei euch. Ja, sehr, sehr krankes Video. Sagen wir mal so. Ja, schaut unterhaltsam ist es ja, da kann man nichts sagen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, schaut bei den Frühjahrsschlappen vorbei. Mittlerweile schon 6000 Abonnenten. Läuft gut, geht bergauf, verdient natürlich. Und ja, schreibt neue Sachen für Dwayne in die Kommentare. Ja. Der freut sich. Oh Mann, ey.